Herzlich willkommen hier auf Anti-Euro-TV aus Frankfurt am Main. Wir wollen zukünftig über die Anti-Euro-Kampagne informieren, auch über was die Medien schreiben und Bürgerstimmen bringen hier auf unserer Internetseite Anti-Euro-TV. Heute widmen wir uns einem Artikel der FAZ.net. Der lautet Am Ende des Tunnels vom 25. September diesen Jahres. Lehrer, Juristen, Bauern, 620 Menschen stimmen am Donnerstag im Bundestag ab, ob Deutschland mit 400 Milliarden Euro für Pleitestaaten haftet. Die Abgeordneten schwanken zwischen Furcht und Folgsamkeit. Im Gesetz, das nach zweistündiger Debatte zur Abstimmung stehen wird, geht es um den Euro-Rettungsschirm Griechenland, Portugal, Spanien, Anleihen abkauft. Im Extremfall wird Deutschland mit 211 Milliarden Euro für die Schulden anderer Länder zahlen. Mit Zinsen könnte die Summe letztlich 400 Milliarden Euro betragen. Wenn größere Staaten wie Italien weiter in Not geraten, wäre auch dieser Schirm zu klein, schreibt die FAZ. Es ist eigentlich unglaublich, dass die Politik die Rettungsschirme immer weiter aufbläht und damit die Schulden der deutschen Bevölkerung, der deutschen Steuerzahler ins Unermessliche wachsen lässt und wir Bürger schauen zu. Die FAZ weiter. 400 Milliarden Euro, ist das der richtige Weg? Kommt Europa damit aus der Krise oder gibt es bald Inflation? Wird Deutschland so selbst in Schulden ertrinken? Verspielen wir unseren Wohlstand und Vermögen? Die Zukunft einer Währungsunion mit 17 Staaten steht auf dem Spiel. Noch nie hat es in der Geschichte etwas in dieser Dimension gegeben mit solch möglichen Folgen. 620 Menschen und Parlamentarier müssen über etwas entscheiden, so die FAZ, dessen Folgen sie nicht abschätzen können. Niemand kann das. Tja, wir können das schon. Auch die Anti-Euro-Gegner, zu denen wir natürlich gehören, können das. Wir können ganz klar voraussagen, und zwar jetzt schon, dass der Euro zusammenbrechen wird und die Schuldenlast Deutschlands so schwer werden wird, dass auch Deutschland in den nächsten Jahren in die Pleite geht, wenn wir Bürger nicht aufstehen und dagegen kämpfen, vor allem gegen unsere Parlamentarier und Politiker. Die FAZ weiter zitiert Abgeordnete der FDP. Der Abgeordnete Florian Bernschneider, 24 Jahre alt, aus Braunschweig, FDP-Fraktion, wird für den Schirm stimmen. Er sei überzeugt, aber, so Zitat, ich gehe da mit gemischten Gefühlen rein. Es ist doch erstaunlich, mit 24 Jahren kann man bestimmt auf zwei zählen, aber nicht auf 400 Milliarden. Und ein 24-jähriger Bub sitzt für das deutsche Volk im Bundestag und stimmt über unsere Zukunft ab. Das ist mehr als ein Skandal. Eckhard Pohls, 49, Glasermeister aus Lüneburg, 5 Kinder, CDU, wird zustimmen, aber er sei natürlich kein Experte. Er sagt, es sei nicht leicht. Es ist doch unglaublich und wirklich ein Skandal, dass ein Glasermeister über unsere Zukunft bestimmt. Wie weit ist es gekommen? Und was müssen wir unseren Kindern sagen, um das zu erklären, dass unfähige, viel zu junge, unqualifizierte Menschen in unserem Parlament sitzen und über unsere Zukunft entscheiden. Wie konnte das nur kommen? Jedenfalls müssen wir jetzt die Notbremse ziehen. Klaus-Peter Wilsch aus Hessen, 50, Volkswirt, wenigstens jemand vom Fach. Auch 5 Kinder, auch CDU raunt. Ich hinterfrage mich ständig. Mensch, Herr Wilsch, Sie sollen nicht sich hinterfragen, Sie sollen uns Bürger hinterfragen, und zwar nach unserer Meinung. Und wie wir weiter sehen werden, nach einer Umfrage sind 3/4 der Menschen in Deutschland gegen einen weiteren Rettungsschirm. Weiter geht's. Fraktionsspitzen, vor allem in der Union, warnen Abweichler und Unentschlossene. Sie sagen, ohne den Euro drohe Krieg mit Polen. Solche Sachen, flüstern Abgeordnete, bekämen sie zu hören. Es ist doch unglaublich, wie hier Abgeordnete manipuliert werden sollen und zu einer Abstimmung gezwungen werden, zu entscheiden, dass es weiter in die Katastrophe geht, einen sinnlosen Weg, andere Länder zu retten und für andere Länder Schulden aufzukommen. Besonders für Griechenland. Die Griechen müssen ihr Parlament absetzen, ihre Regierung absetzen und Bürger in ihrer Parlamente wählen, so wie wir das auch tun müssen. Und wir dürfen nicht weiterhelfen, den
unfähigen Politikern noch Zeit zu geben. Die Mehrheit der Abgeordneten, die am Donnerstag in den Reichstag laufen, wird zustimmen. Die Opposition hat sich festgelegt. Trotzdem ist Angst da. Es ist ja wirklich wieder erstaunlich, wie hier die FAZ wieder die Glaskugel auspackt und in die Zukunft schaut. Sie weiß jetzt schon, dass eine Mehrheit für den Schirm stimmen wird. Es ist doch wieder unglaublich, wie uns die Medien manipulieren. In einer ZDF-Umfrage vom Freitag lehnen 3 von 4 Deutschen den größeren Rettungsschirm ab. Prominente Ökonomen fordern einen Stopp der Zahlungen. Und nicht erst seit heute, schon seit über 10 Jahren. Deswegen, wir müssen aufstehen, vorm Euro-Symbol demonstrieren und unseren Willen zeigen. Denn so geht's nicht weiter. Bei der CDU malt Schäuble mal wieder schwarz. Ein Lehman-Zweidrohe. Der Glasemeister Pols sagt, die Partei lässt uns bei der Entscheidung nicht allein. Na klar, die Partei schwätzt vor und ihr schwätzt alles nach, liebe Parlamentarier. Dissident Wilsch wütet, früher habe sich die Union mit Ökonomen wie Hans-Werner Sinn geschmückt. Doch der ist nun gegen immer neue Rettungsmilliarden. Jetzt will man einfach nicht mehr hinhören, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Statt Sinn spricht vergangenen Montag im Haushaltsausschuss der linke Bremer Professor Rudolf Hickel. Danach stehen die Unionsvertreter zusammen. Einer sagt, wenn sogar der Hickel den Schirm gutheißt, dann sei mal wohl auf dem richtigen Weg. Liebe Leute, der Hickel ist genauso unfähig und gekauft wie alle anderen auch. Deswegen, wenn er was sagt, bedeutet es überhaupt nichts. Wir müssen einfach nur unseren Verstand einsetzen. Und darum geht's. Hier in Zukunft auf Anti-Euro-TV. Bürger setzen ihren Verstand ein, Bürger machen Meinung und Bürger zeigen ihre Meinung. Deswegen, wenn Sie uns mithelfen wollen, dass Anti-Euro-TV noch bekannter wird, denn wir kämpfen gegen den Euro, dann abonnieren Sie uns auf YouTube. Hier oben abonnieren, vorher müssen Sie sich noch registrieren mit einem YouTube-Account. Schicken Sie uns auch unten Kommentare. Das bedeutet, schreiben Sie uns einen Kommentar, was Sie zu Anti-Euro-TV zu sagen haben, was Sie über uns denken und geben Sie uns auch neue Ideen und Impulse, wie wir noch mehr Bürger dazu bringen können, aktiv gegen den Euro und gegen die Euro-Manipulation hier im Parlament in Berlin und in der Regierung zu kämpfen. Helfen Sie mit, sitzen Sie nicht weiter untätig rum, jetzt gibt es die Möglichkeit auch in Zukunft. Das war's erstmal. Bis dahin, wir hier aus Frankfurt, das Anti-Euro-Team wünscht Ihnen noch eine schöne Woche und schauen Sie bald wieder rein.